Servus Leute, ich zeige euch gleich das erste Mal einen ganz kurzen Zaubertrick, nehme ich mein Mikrofon, hier ist es. Ja, wir haben jetzt auch das Unwetter schon erreicht und wir werden jetzt auch gleich weitermachen. Ich werde jetzt noch kurz den Text da vorlesen, nämlich schlechtes Wetter. Mein Herr, wie vorher gesehen, füllt uns der Himmel den Kopf. Nein, mein Herr, wie vorhergesehen, fällt uns der Himmel auf den Kopf. Hoffentlich haben wir genug Lebensmittel gesammelt, um diese Zeit zu überstehen. Hoffen wir, dass es schnell vorüber sein wird. Und das Unwetter beginnt. Und wir haben jetzt hier unten gleich schlechtes Wetter. Nämlich die Effekte können wir uns jetzt anschauen. 20% mehr auf dem Fischfang, also doch um 10% mehr, so wie ich mir vermutet habe. Dafür aber nicht minus 30% auf die Früchte und auf den Weizen, sondern gleich minus 50%. Das heißt, Brot und Beeren werden uns demnächst ziemlich knappe Ressourcen sein. Wir werden uns mit dem Fischfang hoffentlich dann noch über Wasser halten können. Gut. Nun an. Ich habe jetzt auch schon angefangen, während der Pause natürlich, wo wir... damit ihr nicht jedes Bauvorhaben gleich einfach live mitbekommt, das einfach viel zu lange dauern würde, habe ich hier schon mal einen Speicherplatz gebaut. Hier kommt ein neuer Marktplatz hin, weil hier werden jetzt dann bald neue Wohnprojekte entstehen von Vindobona Wohnen, also Sozialbauten. Und neben der Industrie natürlich sind ja Sozialbauten, bitte. Ja, also wir brauchen uns da nichts vormachen, es ist einfach so. Und unten die Fischereien sind auch schon fertig. Kirche steht. Auch hier der Wehrturm, gut, den haben wir ja auch schon vorige Woche gesehen. Und jetzt sehen wir natürlich, wie das Wetter uns hier zu schaffen macht. Dauert, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange das Unwetter dauert. Schauen wir, ich glaube, einen Monat lang dauert das Unwetter. Also mit der Zeitrechnung hier gesehen. Das können wir eigentlich alles weggeben. Kann man gar nicht weggeben. Na, Bote bietet auf jeden Fall hier mal Audienz. Da stehen es gleich alle und schauen zu. Hui! Was will der Bote des Königs hier? Wir werden auf jeden Fall, wir haben vorhin gemerkt, wir haben nicht sehr viele Punkte. Oh, der mag gleich 30 Bären, die kriegt er jetzt da schnell sofort. Sonst sind sie weg. Geht natürlich nur dann, wenn die Bären auch im Lager sind. Aber die 10 Arbeitschaftseinfluss, also Arbeiterschaftseinfluss werden wir brauchen. Denn sonst haben wir ein Problem dann bei der nächsten Aufstockung bei unseren Ständen. Ja. Wir können auch ein bisschen singen, nämlich es regnet, die Erde dir wird nass. Oder hör dir die Regenwürmer husten, wenn sie durch das Erdreich ziehen. Also ich finde, das habe ich ja wirklich sehr gut gelöst, gleich neben der Kirche, neben dem Gottesdienst. Also das heißt Amen und fängt es im Hintergrund. Tack, 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 tack. Also ungefähr so stelle ich mir auch... eine Gemeinschaft vor im Mittelalter, da gab es halt keine Ruhe. Heute beschweren wir uns über den Straßenlärm und Flugzeuglärm und sonstige Sachen. Der Nachbar hört so laut Musik. Früher war das die Lärmbelästigung. Wenn dann so, ein kleiner zersetzter Herr, so wie ich, der hinausmarschiert aus der Kirche und dann schreit, das ist ja unmöglich, hier ist es jedes Mal zu laut, ich werde mich beschweren bei Ihnen, Sie werden diesen Job bald nicht mehr verrichten können, wenn Sie nicht aufhören, auf diesen Stein zu klopfen, damit ich mein nächstes Gebäude bauen kann, da ich ja Architekt bin, nein, in echt nicht, aber damit ich mein nächstes Gebäude bauen kann, braucht man ja den Stein, aber ich verbiete es natürlich, dass der Stein abgeklopft wird, während ich in der Kirche sitze, um zu beten. Man merkt ja auch mit der Kirche nicht sehr viel am Hut. Merkt man gleich auch am Sprachfehler. Und ich fühle mich nicht wohl, wenn man über die Kirche spricht. Wir werden jetzt hier Brot und Beeren anbieten. Wir werden jetzt auch noch einen dritten Stand bauen müssen, weil wir haben ja Fisch. Und wenn wir den Fisch nicht an den Markt bringen, dann können das unsere Bewohner auch nicht verzehren. Das heißt, wir bauen da gleich hier den dritten Stand auf. Für unseren Fisch und oben natürlich dasselbe am Hauptplatz oder am ersten Marktplatz. Wir brauchen hier auf jeden Fall. Soll ich das koppeln? Soll ich es nicht koppeln? Schaut da wahrscheinlich ja ziemlich bescheuert aus. Machen wir es einfach länglich. Also das Feingefühl mit der Maus muss ich noch lernen in dem Punkt, weil
Und wenn man so ein bisschen zittert, das ist halt, weiß nicht, der Alkoholentzug, Nikotinentzug. Nein, es ist wirklich schwer, dass man das also dass man das einrichten kann. Wer das Spiel schon kennt und gespielt hat, weiß, von was ich spreche. Wir haben jetzt natürlich auch 10 Arbeitslose, die werden wir jetzt auch unterbringen, demnächst. Wir müssen nur schauen, wo. Was wir als nächstes benötigen, da habe ich noch gar nicht nachgesehen, welche Ketten möglich sind. Aber prinzipiell Nahrungsmittelproduktion, wir könnten dann noch für später könnten wir auf jeden Fall noch eine weitere Weizenfarm bauen, die wir gleich dann da anlegen werden. Und die geht dann halt dann bis runter, aber da soll ja mal das Holz mal abgefällt werden, also das Holz verschwinden. Wir müssen uns dringend da hoch kaufen, denn sonst geht uns bald das Werkzeug, wird uns nicht ausgehen, das kaufen wir so und so, aber das kostet extrem viel Geld und das wollen wir vermeiden. Das heißt, wir kaufen mal das erste hier dazu und schauen, was wir aus den Ressourcen da oben noch holen können. Einige Mineralien wurden entdeckt. Ich kann jetzt da eigentlich auch schon den Vogt bauen. Das heißt, ich muss eigentlich mein Herrenhaus hier ein bisschen aufwerten. Oder wir belassen es hier als kleine Vorhütte in diesem Bezirk, also in diesem Vorbezirk, und bauen dann generell irgendwo hier dann vielleicht dann schon eine größere Hütte. Wir sind dann auch schon ziemlich nah dran. Ja, sehr schwierige Entscheidung. Das ist, weil ich das nicht eingekerkert habe, eingegrenzt habe, damit wir das Herrenhaus optimal ausbauen können. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach das untere Haus wegreiße, denn jetzt dann nochmal ein Herrenhaus bauen, das war halt unnötig. Das würde uns so viel Geld kosten. Wir werden einfach das untere Gebäude da einfach da wegschmeißen. Wir werden es löschen, es tut mir wirklich extrem leid. Und bevor da der Nächste auf die Idee kommt, da reinzubauen, werden wir dies kurzerhand, also nicht das verbotenes Land machen, wir werden es einfach kurz entclaimen. Wir werden einfach sagen, nöp, hier nicht. Hier wird nicht gebaut. Hier kommt das Herrenhaus. Dafür können sie noch immer rundherum bauen, das wäre schon möglich. Aber dass wir hier den Platz für uns halt freihalten. Ist einfach am geschicktesten. Düdümp! Ja, Nachricht von Hai. Wir werden das natürlich dann später auch beantworten. Jetzt machen wir die Folge noch zu Ende. Das war übrigens der Dorian. Pause, wenn man vom Teufel spricht, hustet man gleich. Das war übrigens der Dorian. Da war ich auch schon öfters bei den Videos dabei. Bei den ersten Videos, die wir gemacht haben. Das war der Typ, der immer so viel schreit bei Phasmophobia. Wir haben uns schon mal überlegt, ob wir vielleicht nicht doch wieder mal Phasmophobia anreißen sollten, jetzt wo auch Facecam da ist und natürlich auch ein besseres Mikrofon. Ich bin halt ein unwitziger Mensch, deswegen habe ich mir gedacht, na, Phasmophobia passt da wahrscheinlich nicht so gut hinein. Generell kann ich es mir trotzdem vorstellen, wir werden jetzt da hier mal einfach eine neue Hütte bauen, einfach ein neues Haupthaus, weil sonst schaut das Ganze eigentlich irgendwie extrem verbaut aus, so also wie es hier eigentlich schon verbaut ausschaut, aber genau, so passt auf jeden Fall besser. Das werden wir dazu bauen. Wir werden auch hier die Teile drehen. Das sind beide mit Fenster, glaube ich, bestückt, beide Seiten. Ja, also im Prinzip ist das hier wurscht. Dann machen wir es anders. Du kommst weg. Wir machen einfach so einen kleinen schönen Innenhof. Muss ja nicht einfach irgendwas Prunkvolles sein. Es kann ja, das erste Haus kann ja ein bisschen kleiner sein. Das erste Herrenhaus. Wir machen da einfach so einen Doppelgang. Doppelgang sage ich jetzt da. Wir machen das da so eine kleine. Erst, hör auf, dich da anzusaugen. Wir machen da einfach jetzt hier so eine Art Innenhof. Wir werden jetzt da hier einen Turm hinpflanzen. Das passt auch hier rein. Bitte, hör auf.
Danke. Es ist der Fall hat das schrecklich ausgezogen. Das sieht aus wie ausgebaut. Oh mein Gott! Schaut das eigentlich gut aus, so kleine Turmspitzen? Das schaut irgendwie so bei aus. Die machen wir ein bisschen höher. Schaut aus wie so, nicht so Schlumpfhäuser. Ich hätte eigentlich was anderes dazu sagen, aber das müsste ich sonst hinauspiepen. Ja, schaut es da gar nicht mal so schlecht aus, würde ich jetzt mal behaupten. Was würde mich der ganze Schmacke früher kosten? 74 Holzbretter, die haben wir. Auch 34 Stein haben wir auch. Was kostet das in Gold? Also Gold wird nicht mehr benötigt. Aber es hat dann plus 18 Wartungskosten. Gut, das können wir uns noch leisten. Ist natürlich auf jeden Fall mit drinnen. Vielleicht auch hier gleich einen Wetterhahn draufbauen. Damit das Ganze hier natürlich ein bisschen schöner aussieht. Hier auch gleich. Muss ja ein bisschen symmetrisch sein. Machen wir vielleicht noch einen Schornstein da rein oder machen wir da eine Tür? Der lässt sich doch gar nicht mal abkoppeln. Also ankoppeln. Der muss auf jeden Fall am Dach sein. Können wir aber machen. Da haben wir da ein schönes Dachschornsteinchen. Das machen wir hier auch. Ah, okay, das ist der Trick. Also doch nicht, das ist kein Trick. Also ich glaube, das sind einfach hier die Möglichkeiten, wo wir es ankoppeln können. Aber das bauen wir so, oder? Schaut doch mal ziemlich hübsch aus. Für einen so unkreativen Menschen wie mir. Wir können jetzt auch sagen, gut, ich hätte auch gern da drinnen ein paar Pflänzchen. Das Einzige, was mich jetzt da stört, ist, es ist nicht so. Es rastet jetzt nicht so ein, wie ich es gerne hätte. Seht ihr das? Da haben wir da eine Ecke. Das können wir eigentlich ganz locker verändern, indem wir einfach dieses Haus hier drehen. Da müsste es genau so andocken. Auch nicht. Da muss ich eher drehen. Das andocken kann. Ja, okay. Ja. Kann man so lassen. Wir können vielleicht noch etwas machen für ein bisschen Prunk. Wir machen hier drinnen. Machen wir einen Springbrunnen. Also Springbrunnen sage ich jetzt da wieder. Ein Parsei. Ein Parsei. Wenn wir es da hineinpflanzen. Und schauen wir, ob das eh nirgendwo im Weg steht. Ne, es wäre einfach viel zu viel Platz, dass wir da rauben würden. Wir machen da einfach jetzt eine hintere Tür noch hinein. Also einen Ausgang. So, da kommt ein Brunnen hin. Da kommt ein Brunnen hin. Da kommt ein schönes Bäumlein rein. Kann man schon so lassen. Das kann man schon so lassen. Also so würde ich auch hausen wollen. Genauso hätte ich es auch geplant und gebaut. Auch so schief und winkelt. Und der Bau beginnt des neuen Herrenhauses. Da werden wir auch die Schatzkammer gleich natürlich hineingeben. Wollte gerade irgendein Blödsinn sagen, mir fällt es jetzt gerade nicht mehr ein. Wir werden jetzt auch die Schatzkammer reingeben. Der erste Mönch bittet wieder um die Audienz. Sieh dir noch dieses kleine Gebäude an. Wir werden es dann natürlich wieder das Volk beliefern. Also ich habe hier Holz, ja, passt. 50 Holz für die Arbeiter. 50 Holz für die Arbeiterschaft. 50 Holz für die Arbeiterschaft haben wir es da abgeliefert. Bin heute vielleicht ein bisschen nervös. Keine Ahnung warum, der Dorian hat mich gerade abgelenkt. Jetzt ist ganz komplett verwirrt. Ich hätte vorgeschlagen, wir spulen aber trotzdem vor. Es passiert dabei nichts Großartiges. Ich habe auch noch nicht großartig etwas geplant. Wenn es dann soweit ist, sehen wir uns dann gleich wieder. Bis dann. So, es hat sich natürlich ein bisschen was getan währenddessen. Wir haben das Unwetter überlebt und haben jetzt auch tatsächlich den Meister, also das Meisterwerk freigeschalten. Springbrunnenskulptur. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Jetzt können wir das Meisterwerk Springbrunnenskulptur endlich nun bauen. Das passiert wiederum, wenn wir niemanden verlieren oder niemand die Siedlung verlässt während des Unwetters. Ihr seht, es ist sich knapp oben ausgegangen. Wir haben noch 42 Bären. Aber auch nur, weil ich vergessen habe, Fisch und Brot zu verkaufen.
Das heißt, es ist sich mit den Bären am Anfang sehr, sehr gut ausgegangen. Ich glaube, wir haben gestartet mit 350 Bären bei, sagen wir mal, ich glaube, 67 Einwohner. Ich glaube, in die Richtung war das so. Und ja, wir haben es trotzdem geschafft. Und das ist die erste Errungenschaft, die wir haben. Und bessere Tage werden kommen. Schaut, das schlechte Wetter ist vorüber. Welch eine Erleichterung. Und das schlechte Wetter ist vorbei. Ihr seht auch gerade, ich bastel hier gerade an einer neuen Kirche. Also ich würde mal behaupten, das wäre eine Kirche. Ich glaube, das ist eher ein Raumschiff, was ich baue. Also das wird jetzt die Sankt Enterprise. Aber ja, ihr werdet es merken, wenn ihr das Spiel selbst spielt. Die Kirchen haben jetzt nicht gerade einen sehr großen Platz. Und man muss sich halt in dem Punkt weiterhelfen. Also es wird ja so eine Fantasy-Kirche. Ihr seht es eh gerade. Das wird die Dorfkirche zum heiligen Lucius. Keine Ahnung, wie wir sie benennen werden. Das werden wir dann auch noch schauen. Die ist jetzt im Auftrag. Hier unten wird auch schon fleißig Bewohner gebaut. Also ich habe unten die Fischer aufsteigen lassen. Hier kommen jetzt noch zwei Bärensammler hin. Und das sind wir eigentlich auch die... können wir auch wieder die Arbeitslosen in dem Punkt einsetzen. Also die Arbeitssuchenden in dem Punkt einsetzen. Wir haben auch dann bald schon eine zweite Steinmetzhütte. Hier fehlt aber Stoff. Okay, da wir keinen Stoff haben, werden wir diesen... Ich hoffe, wir können den einkaufen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Normalerweise... kommen immer so random Händler vorbei, die auch dann das verkaufen, was wir auch benötigen. Ich sehe jetzt da gerade den Stoff und ich bin da jetzt da ziemlich blind unterwegs. Da oben ist er. Wir kaufen den Stoff ein, bis wir 10 haben. Also einkaufen bis 10. Sollte reichen. Stoff ist sicher sehr teuer. Was haben wir da? Verfolgen. Okay. Wenn man sich dann später anschaut, ich glaube, man kann sich Ressourcen dann auch claimen, also claimen nicht, aber man kann sie sich auch anzeigen lassen. Wir haben hier zum Beispiel, das Lager ist voll, Rohmaterial fehlen, das war schon klar. Ich meine, ihr setzt hier noch immer auf Stopp, ihr könnt jetzt da schon weiter produzieren, wir brauchen Bretter, Leute. Das habe ich jetzt auch vergessen. Ihr könnt jetzt da wieder Bretter herstellen, damit wir auch unsere Bauwerke weiterbekommen. Ich glaube, das ist auch das Problem, warum es jetzt nicht weitergegangen ist. Es gibt einen Mönch, der natürlich auch noch eine Audienz wieder bittet. Diesmal werden wir einem Klerus helfen. Und der braucht 50 Bretter. Oh mein Gott! Okay, wir haben eh 60 Tage dafür Zeit. Wir dürfen heute noch nicht vergessen, weil sonst haben wir minus 5 Reputation, kann man sagen. Ich könnte das Neues bauen. Das war jetzt natürlich das Meisterwerk. Der Meister, also das Meisterwerk Springbrunnenskulptur. Das war die erste Errungenschaft, die wir geschafft haben nun. Wenn wir diesen bauen, also nicht die erste Errungenschaft haben wir damit noch nicht geschafft, aber das ist der Weg zur ersten Errungenschaft, wenn wir den gebaut haben. Und das werden wir die ganzen Folgen lang durchziehen. Ich weiß, es ist ein bisschen mühsam. Ich habe mir auch schon überlegt, ob wir, also ob ich nicht noch ein Video mache, wo das Ganze kürzer erklärt wird, wie die Errungenschaften freigeschalten werden. Wenn ihr euch das wünscht, schreibt das unten in die Kommentare hinein, damit ich mich auch daran halten kann. Dann mache ich auch ein Kurzvideo. Ich habe auch noch einen anderen Speicherstand, wo alle Meisterwerke schon stehen. Ich habe es natürlich nicht gelöscht und kann euch dann Schritt für Schritt erklären, was man freischalten sollte, damit wir auch die Errungenschaften bekommen. Und vor allem, wie kommen wir dorthin? Manche Sachen sind natürlich sehr einfach zu erreichen und einige sind sehr gefernste Dinge, die wir nur sehr schwer erreichen können und auch nicht gut erklärt sind praktisch. Zum Beispiel wie dann die Heilkräuter, also der Heilen, also die, wir hassen jetzt noch wirklich, also der Medizingarten, also der Heilkräutergarten, den werden wir holen. Da müssen wir aber dann, das verrate ich euch jetzt schon, was wir dann vorhaben, das können wir jetzt eigentlich auch gleich machen. Wir müssen die Soldaten einmal wegschicken zu einer Mission. Sie sind groß oder vollständig teilweise. Sie haben auch nur eine Puppe. Ich habe nicht so viel Stoff, leider Gottes. Den muss ich einkaufen. Also erst mit die Schafe komme ich zum Stoff.
Und ich für die Schafe, was brauche ich nochmal für die Schafe? Für die Schafe benötige ich. Die gehören nicht da dazu, die gehören. Gehören jetzt die Waren dazu? Ja. Ich brauche auf jeden Fall einen gemeinen. Ich brauche einen gemeinen Menschen, damit wir die Schafe bekommen. Das werden wir natürlich dann nächste Woche. Machen wir es nächste Woche, ja. Wir haben hier keinen Stress, wir haben auch keine Eile. Nein, aber beim nächsten Video werden wir dann auch schon befördern. Also beim nächsten Video, wenn es sich jetzt da ausgeht, geht es vielleicht jetzt da auch noch raus. Wir haben ja nicht mehr so lange hin. Bis zur nächsten Beförderungswelle. Dann können wir auch schon die Weberei bauen. Ihr habt auch gesehen, ich habe währenddessen, habe ich da oben mich weiter ausgebreitet, damit wir hier schon nach ersten Ressourcen suchen können. Zieht sich jetzt natürlich dahin. Weil. Ah, wir sind hier schon fertig. Das Herrenhaus steht. Ja, da. Also, Leute, sorry. Das Herrenhaus, was wir geplant haben, ist schon fertig. Ist das nicht schön? Wer würde nicht hier wohnen? Es schaut so richtig Hobbit-mäßig aus, aber ich finde ja den Stil von dem Spiel ja richtig knuffig. Also mir gefällt es extrem gut. Und ich habe schon öfters erwähnt gehabt, wer von den Siedlern enttäuscht ist. Piep auf die Siedler, holt euch Foundation. Ein wirklich geiles Spiel. Und wer vielleicht auch die Geduld hat zu warten, ich habe mir vorgenommen, also ich überlege mir ein Konzept von einem Gewinnspiel natürlich. Kann man sich dieses Spiel auch dann von mir dann praktisch zukommen lassen? Das heißt, ich werde ein Gewinnspiel dann ausschreiben und ihr habt alle die Chance, also die abonniert haben, also das möchte ich jetzt auch nur den Abonnenten vorbehalten, alle, die hier ein Abo haben, können bei dem Gewinnspiel mitmachen und der Gewinner, der wird sich mit mir dann bei Steam auseinandersetzen müssen. Und das Spiel wird dann direkt in die Steam-Bibliothek dann verfrachtet. Das heißt, das kaufe ich dann für diejenigen, also für diejenige Person, die gewonnen hat und kann dann selbst mit Foundation dann loslegen. Das Spiel selbst kostet noch immer um die 40 Euro. Also es ist zwar noch zu einem Vollpreis hier, aber das ist es mir wert für diejenigen, die das Spiel natürlich gerne spielen wollen und auch abonniert haben. Die haben es verdient. Ihr habt es alle verdient, die mich unterstützen. Denn so ein wahnsinniger Österreicher wie ich gehört gepusht, denn Österreich muss wieder wachsen. Ich würde jetzt so sagen, wieder Trump, Austrian must great again. Oder Austria first. Nein, Spaß. YouTube, Österreich muss wachsen. Auch wir haben sehr viele gute Creator unter uns in Österreich. Leider Gottes werden sie nicht so groß bekannt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, auch ihr, meine deutschen Freunde, seid sicher gerne dabei, wenn viele Österreicher mit einem guten Content natürlich hier da sind, dass er die auch unterstützt. Und währenddessen wir auch gequatscht haben, können wir jetzt auch uns schon den ersten Gemeinen holen. Wer wäre gemein genug? Wer wäre gemein genug, den wir jetzt hier nehmen könnten? Markthändler. Nehmen wir den ersten Markthändler. Der darf zum Gemeinen aufsteigen. Ich schaue jetzt noch mal kurz zur Sicherheit nach, bevor wir da einen ganzen Blödsinn machen. Wenn wir dann schon wieder die Stände sind. Wir brauchen Bürgerliche. Und wie viele Gemeine brauchen wir? Also die Bürgerlichen sind die Gemeinen. 20 Gemeine, das geht sich auf jeden Fall nicht aus mit dem, was wir haben. Aber dann können wir dann schon Richtung Jagdhütte gehen. Noch eine Ressourcenquelle, die wir dann benötigen, natürlich für die, ich sage immer so oft, natürlich, 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 ja, natürlich, mein Schweinderl. Nein, die brauchen wir dann für die Taverne, unsere Schweinderl, die wir holen, und für Fleisch. Also steht eh, produziert Wildschwein, und in der Taverne kann dies serviert werden, oder es wird auch am Marktplatz verkauft. Und die können wir dann auch bei einem Bürgerlichen freischalten. Wir brauchen auf jeden Fall 20 Gemeine. Und wir haben jetzt hier mal einen drinnen. Den werden wir jetzt doch lassen. Wir müssen auch nur einen nehmen, dass er. Also, egal. Beim nächsten Monat, also im nächsten Monat vom Spiel, werde ich dann mehrere hochsteigen lassen. Jetzt habe ich es natürlich abgewimmelt. Und bringen wir das Holz ab, bevor die Kirche böse auf uns ist.
Wo die Hallelujah-Garage eh schon bald steht, die neue, die dann, wie viel Kapazität wird die bekommen? 95 oder vielleicht sogar mehr, ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder geht es auf die 95 zu? Wir werden irgendwann mal eine neue Kirche bauen müssen, weil sie deckt ja auch einen gewissen Radius ab. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich sage nochmal danke fürs Zusehen, unterstützt mich weiter und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you.